Was in fast allen Demokratien nach Bestechung klingt, Geldzahlungen an Politiker oder kleine Geschenke, in Österreich erlaubt es die Gesetzeslage. Bis vor 3 Jahren ist das auch hier bestraft worden, dann aber wieder von SPÖ und ÖVP rückgängig gemacht worden. Die jüngsten Korruptionsvorwürfe dürften nun wieder eine Gesetzesänderung bringen. Eine Einladung zum Essen oder zu Theaterfestspielen. 2008 war das für Politiker strafbar. Mitte 2009 wurde das generelle Verbot nach Protesten aus Wirtschaft und Kultur, etwa von Festspielpräsidentin Helga Rabelstadler, wieder aufgehoben. Heute dürfen Beamte und Politiker Geschenke wieder annehmen, solange sie keine Amtshandlung als Gegenleistung erbringen. Für Antikorruptionsexperten ein klarer Rückschritt. Weil dieses Anfüttern schon der erste Schritt hin zur Korruption ist und es daher nicht einsichtig ist, dass eine solche Handlung ohne Strafe bleiben kann. Nach den Erkenntnissen des Korruptionsuntersuchungsausschusses will die Politik jetzt das Anfüttern doch wieder verbieten. Im Justizministerium liegt bereits ein Vorschlag in der Schublade. Der Entwurf, der soll jetzt dem Parlament übermittelt werden. Davor will man sich im Justizministerium dazu nicht konkret äußern. Klar sei aber, dass man nicht zurück möchte zur alten Regelung, denn damals sei nicht jedem Betroffenen klar gewesen, was er tun dürfe und was nicht. Kleinere Zuwendungen zu erlauben sei zulässig, meint auch Fiedler, solange man sich an die 3K-Regel halte. Kugelschreiber, Kalender und Klumpert. Aber nicht, dass man eine Grenze beispielsweise von 100 Euro einführt. Die 100-Euro-Grenze, die damals in Diskussion stand, ist viel zu hoch. Das ist bereits Korruption. ÖVP und SPÖ signalisieren heute ihre Bereitschaft, die Regelung in geänderter Form wieder einführen zu wollen. Dann vielleicht auch einen neuen Ausdruck für Anfüttern.